Jesus. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Niemand sagt dir, sobald du ein Kind hast, lernst du nur noch Menschen kennen, die auch Kinder haben. Menschen mit den gleichen Problemen wie du im Grunde genommen. Darauf war ich nicht vorbereitet. Das ist ein bisschen so, als hätte sich meine Mutter erhängt. Nein, klar, das klingt krass, aber klar, ich würde von da an sehr viele Menschen kennenlernen, deren Eltern auch auf tragische Art und Weise Selbstmord begangen haben. Was da daran liegt, dass ich sehr viel Zeit verbringen würde in so Therapiegruppen. Was ich jetzt tue, nur heißt das bei uns nicht Therapiegruppe, sondern Kindergeburtstag. Es ist eins zu eins der gleiche verfickte Ablauf. Menschen treffen sich in hässlichen Zimmern, alle bringen ihre Probleme mit und irgendjemand macht Kuchen. Alter, wir waren eingeladen zu einem Geburtstag von einem Einjährigen. Was ist das für eine dämliche Idee? Warum schmeißen wir eine Party für jemanden, der nicht weiß, dass er geboren wurde? Das Einzige, was noch absurder ist, sind diese Babypartys für Menschen, die noch nicht da sind. Oh, freust du dich? Nein! Ich kenne ihn nicht. Du könntest Hitler gebären. Soll ich ihm was schenken? Bist du bescheuert? In der Einladung stand der meiner Meinung nach legendäre Satz, du bring gerne Geschenke mit. Das braucht gar nicht teuer sein. Hauptsache es ist was Persönliches. Er ist eins. Das hat mich so wütend gemacht, dass ich jetzt was finden sollte, was zu seiner verfickten... Er ist eins! Ich habe ein halbes Pfund Gehacktes verpackt. Das war mein Geschenk. Ich sagte, das bist du. Das bist du für mich, Tobi. Auf einer ganz persönlichen Ebene. Nein, das war nicht teuer. Nee, nee. Nee, das ist nicht mal Bio, tatsächlich. Wobei der Geburtstag, wenn man ehrlich ist, der Geburtstag war wirklich wie so eine Therapiesitzung, weil da eine Mutter war und sie war, was, sie war auf einem krassen Trip. Sie war auch ein bisschen wütend und sie meinte auch so, sind wir endlich mal unter uns hier. Endlich mal ohne die Menschen, die keine Ahnung haben, wie unser Leben aussieht. Diese Menschen ohne Kinder, diese nennen wir sie Muggel. Diese Leute, die nicht wissen, welche Bürde wir auf den Schultern tragen. Wenn wir mal ein paar Ängste austauschen, mal ein bisschen ehrlich sein hier, mal ein paar Geständnisse machen. Du, ich fang gerne an! Sie war viel zu weit drüber und setzte sich in diesen Stuhlkreis, den sie spontan dafür aufgebaut hatte. Und ihr Geständnis war, okay, vielleicht kennen mich nicht alle, meine Tochter ist die Lisa, das ist die, ja, die mit dem Schleifchen im Haar. Sie ist A2 und ich weiß gar nicht. Okay, ich sag's einfach. Also manchmal, wenn ich mit Lisa spiele, dann empfinde ich richtig, okay, manchmal ist mir richtig sowas wie langweilig. Und ich musste aufstehen, so wütend war ich und brüllen. Erbärmlich! Das ist kein Geständnis. Jeder in Kindheit, dem geht das doch nicht anders. Jeder von uns, wir haben alle Kinder. Niemand spielt mit seinem Kind. Niemand macht gerne. Ich spiele nicht mit meinem Kind, weil das Spaß macht. Digi, ich hänge nicht mit einem 4,5 Jahre alten Typen rum, weil ich Bock hab. Digi, das wäre komisch. Das wäre eine komische Präferenz, wenn das mein Hobby wäre. Ich spiele mit meinem Sohn, weil in Ratgebern steht, dass wenn ich das nicht mache, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass er mit 18 anfängt, Nutten zu töten und ihre Haut anzuziehen. Deswegen spiele ich mit meinem Sohn. Deswegen werfen wir Bälle hin und her. Weil ich denke, lieber Bälle als Nieren. Das ist die fucking Hölle. Am Anfang sind die nur dumm. Am Anfang können die nichts. Am Anfang liegen die rum. Das sind nackte, rasierte Robben. Das ist alles, was sie sind. Aber so wendest du die und das ist das erste Spiel. Dann hat mein Sohn angefangen zu reden und zu denken und ich dachte, jetzt wird's geil. Nope. Weil dann fing er an, sich selber Spiele auszudenken. Da hat man gemerkt, Alter, der Typ hat nur Scheiße im Kopf. Das erste Spiel war Eisladen. Weiß nicht, ich war 2,5 oder sowas. Die Regeln sind relativ einfach. Also ich sitze am Tisch und er sitzt am Tisch und dann verkauft er mir Eis, das es nicht gibt. 9 Wochen lang. 90 Minuten am Tag. Und er war 2,5. Er hatte nicht viele Worte. Seine Wortschatz war relativ gering. Deswegen, es gab 2 Sorten. Es gab Schokoeis und Vanilleeis. Und ich weiß nicht warum. Die kompletten 9 Wochen bis zum letzten Tag war Schokoladeneis ausverkauft. Ich weiß nicht, warum.
Keine Ahnung. Also habe ich 9 Wochen lang, 1,5 Stunden am Tag, Vanilleeis gekauft. Das macht keinen Spaß. Wenn dir das Spaß macht, bist du geistig behindert. Das ist die Grenze, die du überschreiten musst, und nach 9 Wochen noch zu denken, ja, in der Waffel bitte. Ja, ja, ja. Das ist kein Geständnis, das ist erbärmlich. Der traurige Versuch, hier auf die Schulter klopfen zu lassen von Leuten, die das gleiche Schicksal haben wie du, ey. Oh. Ich war 6 Monate in Elternzeit mit diesen beiden Kindern. Und innerhalb dieser 6 Monate war ich locker 4-mal so wütend auf eins dieser beiden Kinder, dass ich die Badewanne habe halb voll laufen lassen, um die darin zu ertränken. Das ist ein Geständnis. Aber sobald du das in diesem Elternkreis sagst, ist die Reaktion, also, wie kann man das denn machen? Das ist doch nicht schwer. Halb voll reicht. Weil meine Kinder maximal so groß sind und 0 Selbstverteidigung beherrschen. Alles, was ich machen muss, ist den Hahn aufdrehen, einen der beiden Namen rufen und mich dann ein bisschen bücken. Das ist alles, was ich machen muss, damit ich tagsüber wieder Netflix gucken kann. Ne? Und Funk. Ich gucke ja gerne Funk privat. Nein, aber sobald du so ehrlich bist, wirst du gemieden und dann heißt es, oh, der... Deswegen, ich rede nicht mehr mit Eltern auf so Partys, ich mach das nicht. Meine Frau und ich haben folgende Aufteilung. Meine Frau geht zu den Eltern in die Küche und klärt das. Und lieber spiele ich mit den Kindern, als mit deren Eltern zu reden, ey. Auch bei dem Geburtstag bin ich in die Spielecke und meinte, okay, wer will irgendwas machen? Und an dem Tag war es, keine Ahnung, Melanie oder wie auch immer sie hieß. Melanie war auch 2,5 und meinte, oh, wollen wir Memory spielen? Und ich meine, Melanie, ist mir scheißegal. Beschäftige mich, bis ich nach Hause darf. Das ist dein Job jetzt. Was immer wir machen. Das würde ich gerne mit dir rumhängen, ey. Also meinte sie, ja, Memory, und baute dieses Spiel auf. Und sofort kam ihr Vater und meinte, ah, finde ich toll, dass du das machst. Ich wollte nur Bescheid sagen, wir spielen zu Hause viel Memory mit der Melanie. Und wir haben da so eigene Regeln. Ich wollte nur nicht, dass du dich wunderst. Also Melanie beim Memory-Spielen darf immer anfangen, klar. Und die Karten alle sehen. Diggi, das nimmt jeden Spaß aus fucking Memory. Wir haben das durchgezogen. Tolles Spiel so, auf jeden Fall. Sie fing an, hatte die Karten vor sich, hatte 20 Minuten Zeit, um irgendwann zu merken. Boom! Boom! Ja, Chapeau, Melanie! Nee, das grenzt an Hochbegabung, auf jeden Fall. Außer, dass das zweite ein Auto ist, Melanie! Fährt Papa eine Eiche oder was? Was mies war, was kann sie dafür, ey? Ich bin sofort zum Vater und meinte, warum macht ihr das? So spielt man doch nicht. Und er meinte, krass, dass du das nicht weißt. Also schön, dass du auch noch was lernst heute. Du liest nicht so viele Blogs anscheinend über Erziehung. Kinder sollten, bis sie in die Schule gehen, die Spiele, die sie mit den Eltern spielen, auf jeden Fall gewinnen, um nicht mit dieser Enttäuschung leben zu müssen. Und ich meinte, Bullshit. Aus 2 Gründen. Punkt 1 ist, meine Aufgabe ist es nicht, meine Kinder von Enttäuschung fernzuhalten. Das ist nicht mein Job als Vater. Meine Aufgabe als Vater ist es, meine Kinder, so gut wie ich das eben kann, auf ihr Leben vorzubereiten. Und das Leben ist eine Aneinanderreihung von Enttäuschungen. Zu leben heißt zu denken, oh ja, das wäre geil. Ah, geht nicht. Und dann stirbt man. Das ist ein Leben für 98% der Menschheit. Es gibt natürlich Unterschiede, jetzt auch so lokal. Bei uns ist es eher so, oh, ich will Formel 1-Fahrer werden oder oh, ich werde mal Prinzessin. Und woanders ist es, oh, vielleicht ist das Wasser sauber. Aber diese Enttäuschung ist die gleiche. Okay. Entschuldige, das war der Typ von Viva con Aqua wahrscheinlich. Nein. Punkt 2 ist, ich habe gemerkt, ich bin kein guter Verlierer. Ich kann das nicht. Wenn ich mit meinen Kindern spiele, dann spiele ich so, wie ich spiele. Ich hasse das, Eltern, die so tun. Dieses, oh nein, er ist so schnell. Nein, ist er nicht. Hör auf, ihn zu belügen. Das führt mir nicht gut. Das hat schlimme Konsequenzen wahrscheinlich. Ich spiele gerne mit meinem Sohn, aber wenn er gewinnen will, soll er sich verfickt nochmal anstrengen. Sein Lieblingsspiel ist seit Jahren Verstecken. Also spielen wir Verstecken. Und ich weiß, ich bin vielleicht etwas zu stolz, aber ich bin verdammt.
verdammt gut im Versteckspiel. Mir war das nicht klar. Ich habe so ein verstecktes Talent dafür. Ich bin verdammt gut darin, nicht gefunden zu werden. Warum soll ich mich schlechter verstecken, als ich das kann? Dann spielt man halt länger als eine Stunde. Irgendwann hat er keinen Bock mehr. Ich habe eine Pause. Ist doch perfekt. Wie alt ist mein Sohn? Seit 4,5 Jahren lade ich diese Videos hoch. Jeden Montag und ab und zu auch noch mal die Woche. Und das ist, viele Menschen schreiben mir auch, dass sie die Videos echt gut finden. Und auch viele schreiben mir aber auch, dass sie die Videos nicht so gut finden. Wobei sie da ihre ganz eigene Wortwahl haben. Und ich mache das ja auch nicht nur für mich. Seit über 2 Jahren mache ich das für Funk. Und Funk, das heißt, meine Videos werden bezahlt vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, von den Gebühren. Und das macht die Sache nicht besser für viele Leute. Und Leute rasten aus unter diesen Videos. Und bei Funk gibt es eine Frau, die ist so zuständig für alle Statistiken. Und die meinte irgendwann, brauchst du mal so eine Statistik? Und ich meinte, nee, weiß ich nicht, mach irgendwas. Und was sie gemacht hat, ist Folgendes. Es gibt so Leute, die seit Wochen und Monaten unter jedes Video bei mir kommentieren. Die immer meinen, das Video ist scheiße, wo ich denke, ja, hör halt auf, das zu gucken. Aber Leute, die weiß ich nicht, die schlimmsten Sachen oder posten. Und die haben mal geguckt, okay, was sind das für Leute? Was posten die vielleicht selber? Was kommentieren die unter meinen Videos? Was kommentieren die unter anderen Videos? Machen die vielleicht selber irgendwelche Videos? Und hat sie mir so eine Liste zugeschickt, weil sie weiß, ich kann mit Zahlen nicht so gut. Und so die Liste war eigentlich aufgebaut wie bei Amazon. Und die Überschrift der Liste war, Leute, die Moritz Neumeier nicht mögen, mögen auch nicht Doppelpunkt. Anscheinend gibt es da so einen Pool von Themen, auf die man sich geeinigt hat. Und diese Liste gehen wir jetzt durch. Das ist der Rest des Abends. Also, fangen wir an. Leute, die Moritz Neumeier nicht mögen, mögen auch nicht Homo-Ehe. Überraschung. Alter, mir war nicht klar, dass das überhaupt noch so ein großes Thema ist, bis es irgendwann hieß, okay, vielleicht lass uns mal vielleicht nächste Woche die Ehe für alle einführen. So, und dann gab es so ein bisschen Diskussion und dann gab es eine Menge Leute. Mir war nicht klar, wie viele Menschen es immer noch gibt, die sich öffentlich dahinstellen und sagen, es ist nicht richtig, dass Leute schwul sind. Und ich habe mit einigen gesprochen und geschrieben und gedacht, warum denn nicht? Warum denn nicht? Und solange die nicht religiös sind, ist die Antwort eigentlich immer, das ist unnatürlich. Wirklich, Uwe? Ist das ein Maßstab in deinem Alltag? Hast du keine Spiegel zu Hause, Uwe? Uwe, du hast heute Thunfischpizza gegessen. In dem Thunfisch waren 100%ig Teile deines alten MP3-Players. Nichts. Digi, wenn irgendwas in deinem Leben natürlich wäre, dann würde dich jetzt ein Bär aufessen. Ja, dann würde ich weglaufen. Digi, dein Vater hat gelogen. Du bist nicht schnell genug für einen Bär. Das passiert. Ich weiß nicht, ich bin weder dafür noch dagegen. Mir ist die Ehe für alle scheißegal. Einfach, weil ich nicht schwul bin. Warum interessiert sich irgendjemand dafür, der davon null betroffen ist? Weil das ist ja der Punkt. Ehe für alle heißt ja auch nicht, ab heute dürfen Männer Männer heiraten und Frauen Frauen. Aber wir haben auch noch einen Topf, da sind die Namen von allen Hetero-Männern drin. Und Silvester ziehen wir 6 Zettel und die müssen auch Pimmel im Mund nehmen. Das ist ja nicht die Ehe für alle. Weißt du, wenn es dann am ersten gießen hätte und der nächste ist Moritz Neumeier, wäre ich der Erste, der rauft, das ist unnatürlich! Aber so ist es ja nicht. Warum interessiert es dich einen Scheiß? Ich verstehe das nicht. Wobei ich auch glaube, ich glaube, die meisten Menschen haben nichts gegen Schwule. Ich glaube nicht, dass das der Punkt ist, dass die schwul sind. Ich glaube, ich habe einen schwulen Freund, den sieht man dem gar nicht an. Und man immer wieder in so Gruppen stehen und nach irgendwann, weißt du, nennen wir ihn Torben. Und die Frage irgendwie kommt, Torben, was ist eine Frau zu Hause? Und Torben meint, nee, ich bin schwul. Ganz viele Männer reagieren, indem sie sagen, Das ist okay. Und er hat ja nichts gegen Schwule, er ist einfach verunsichert. Und ich glaube, diese Verunsicherung kommt daher, dass ganz viele, gerade Männer, Homosexualität so gleichsetzen mit Emotionalität. Weil das Bild ist, das uns die Medien von so homosexuellen Menschen zeigen. Es ist dieses, es geht nie einfach mal einen normalen schwulen Menschen. Es ist immer nur da, da. Es ist immer Germany's Next Topmodel. Es ist immer entweder Drama, Drama, Drama oder... Es ist immer gleich, wir müssen immer heulen. Du verbindest das mit so Leuten halt. Und ich glaube, das ist das Problem für viele Männer. Nicht dieses, ich pack dir den Schwanz in den Po, sondern dieses, oh, die zeigen ihre Gefühle. Und das ist nicht, vielleicht ist das ansteckend.
Weil das ist nicht normal. Es ist immer noch nicht männlich, seine Gefühle zu zeigen. Es ist nicht männlich, das zu tun. Männlich ist es immer noch, bis heute, dass du jedes Gefühl, das hochkommt, so gut wie es geht, wieder nach unten drückst, wie so eine Ehefrau, die heute keinen Bock auf Blowjob hat. Das ist... Okay? Okay, die eine gibt. Stürzt du auch Gesichter? Mein Fehler, Entschuldigung. Ich habe die oberste Regel missachtet. Keine Witze über Dinge, die es gibt. Ich werde mich da in Zukunft dran halten. Entschuldigung. Nein, das ist nicht männlich. Und ich kann das, weiß nicht, ich kann das nachvollziehen. Ich habe das lange auch einfach nicht gemacht. Ich habe auch einfach, weil es ist ja auch sehr anstrengend, Gefühle zu haben. Es ist ja viel einfacher zu sagen, ich habe keine Gefühle. Und dann stirbt man mit Anfang 15 einem Herzanfall. Kann das aus dem Nichts. Es muss das rohe Fleisch gewesen sein. Und irgendwann hat es gab so einen Wendepunkt. Das war der Tag, an dem meine Frau bei unserem ersten Kind meinte, ich bin schwanger. Wobei sie damals nicht meine Frau war, sondern eine mir relativ fremde Person. Wir kannten uns 6 Wochen. Und dann meinte sie, jetzt bin ich schwanger. Jetzt gehe ich arbeiten. Das waren ihre Worte. Und dann ist sie weggegangen und ich stand da und meinte, und bin in ihre Wohnung zurückgefahren. Und das war, im Grunde genommen waren die Gefühle zu viel, als dass ich das festhalte. Ich konnte den Stöpsel nicht halten. Und das kam einfach alles raus. Und ich saß in der S-Bahn und neben mir saß eine Frau, die mit ihrem Mann telefonierte und die sich dann am Telefon von ihrem Mann hat scheiden lassen. Alter, und aufgesetzt war klar, für den Typen kam es aus dem Nichts. Und ich habe so sehr geweint wie noch nie in meinem Leben zuvor. Ich war da viel zu sehr drin. Ich kann diese nicht, es hatte nichts damit zu tun. Ich habe sie irgendwann noch angefleht. Gib ihnen doch eine Chance. Und das war mir so unangenehm, so in der Öffentlichkeit so krass zu zerfließen. Aber ich habe auch sofort gemerkt, okay, jetzt ist es besser. Ich habe geheult und dann war diese Panikmomente von, ich bin schwanger, meine Gefühle waren einfach ein bisschen sortierter. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, okay, vielleicht sollten wir das auch anfangen. Vielleicht ist das was Gutes. Vielleicht sollten auch Männer anfangen, ihre Gefühle zu zeigen. Ich habe mit meinen Kollegen gesprochen und all meinen männlichen Freunden und gemeint, sollen wir nicht alle zusammen versuchen, damit anzufangen, unsere Gefühle zu zeigen und zu bearbeiten? Und die Antwort war, nope. Nee. Und seitdem gibt es das Spiel, komm, wir bringen Moritz zum Heulen. Was gespielt wird, sobald ich den Raum betrete. Und ehrlich gesagt, muss ich nicht mehr Räume betreten. Ich bekomme so viele Videos von meinen Freunden zugeschickt, die ich auch immer noch öffne, weil ich denke, oh, was hat er denn rausgefunden? Tobi, einer meiner besten Freunde, hat mir ein Video geschickt. Ach, das war einfach nur 3,5 Minuten die emotionale Hölle. Es ging schon so los mit so Klaviermusik. Das ist schon ein Trigger. Da hatte ich schon ein Kloß im Hals. Und dann kam so eine tiefe Stimme aus dem Off, die fragte, sollten wir nicht mehr sein wie unsere Kinder? Ja, und meine Reaktion war, dass ich meine, ich weiß nicht, wie wir sein wie unsere Kinder. Und dann gab es einfach nur noch 3,5 Minuten lang krasse emotionale Bilder mit Kindern. Was der Horror ist, vor allem als Vater. Irgendwann, an einem Punkt dieses Videos gab es so einen Obdachlosen, der da saß. Das war mit versteckter Kamera gedreht. Und so ein 5-jähriger Junge gab diesem Obdachlosen 50 Euro. Der war völlig überwältigt und wollte ihm die Hand geben. Und dieser kleine Junge gab ihm nicht die Hand, sondern küsste ihn auf die Wange. Als wäre es einer von uns. Das war so krass. Es war so krass. Es war 3,5 Minuten die Hölle. Und dann war dieses Video endlich vorbei. Und dann musste ich feststellen, das war nicht das Video, das Tobi mir geschickt hatte. Das war die YouTube-Werbung vor dem Video, das Tobi mir geschickt hatte. Trotzdem war es gut. Es war gut, die Gefühle rauszulassen. Aber es war auch mies. Ich hatte eine Menge Wut in mir, die ich gespeichert hatte über Jahre hinweg und die ich dann rausgelassen habe. Es war so ungerichtet. Es war einfach Menschen getroffen, die dafür... Pass auf, irgendwann unser Auto kaputt. Und ich habe das Auto abgegeben. Und dann kam ich dahin und ich meinte, ich brauche unser Auto zurück. Und er meinte, er ist noch nicht fertig. Und dann kam ich am nächsten Tag und meinte, jetzt brauche ich das. Ich brauche dieses Auto. Punkt 1 deswegen, weil wir wohnen auf dem Dorf. Ohne Auto ist tot. Und Punkt 2 ist, ich fahre damit auf Tour. Ich fahre nicht mehr Bahn, nicht mehr seit Leute da sind. Ja, das ist ein Menschen. Also meinte ich, ich brauche mein Auto. Ist das jetzt fertig? Und er meinte, ja, kannst du so mitnehmen, Meister. Kostet 3.000 Euro. Was krass war, weil ich das Auto gebraucht für 1,4 gekauft hatte. Und ich bin ausgerastet, ich habe ihn angebrüllt. Er konnte da nichts für, weil ich meine, was habt ihr denn? Habt ihr um mein Auto ein neues Auto gebaut oder was? Und ich meine, er hat nur seinen scheiß Job gemacht.
Er meinte auch irgendwann, ja, kannst du es auch hier lassen? Und ich meine, nein, ich brauch das. Das Absurde war, ich hatte das Geld sogar. Also wir hatten 3,6. Es war scheiße, aber es war okay. Also bin ich zu diesem Sparkassenautomat und meinte, ja, scheiße, aber ich brauche mir eine 3.000 Euro. Und im Grunde genommen guckte mich der Automat an und meinte, das ist eine Menge Geld. Also das sehe ich nicht. Also das sehe ich gar nicht. Und ich meinte, ja, aber das ist ja auf meinem Konto. Ich will einfach nur mein Geld haben. Und er meinte, nope. Nee. Also ich weiß nicht mal, wie ich dir entgegenkommen kann. Also ich glaube nicht mal, dass du damit... Okay, komm her. Nee, komm her. Pass auf, ich gebe dir jetzt 500 Euro, alles klar? So, und dann kommst du morgen wieder, sagen wir in, keine Ahnung, 24 Stunden. Und wenn ich sehe, das meiste davon ist noch da, dann gebe ich dir nochmal 500 Euro. Und das machen wir jetzt 6 Tage lang. Und ich bin ausgerastet. Ich hab diesen Automaten zusammengetreten. Was nicht seine Schuld ist. Ich hätte mich informieren können, es gibt anscheinend ein Limit. Okay. Also habe ich da angerufen bei der Sparkasse und meinte, ihr müsst das jetzt überweisen, ich brauche dieses Auto. Und die Frau am Telefon meinte, nee, das kann ich so nicht machen. Am Telefon keine Überweisung über 2.850 Euro. Und ich war so, ich habe ihre Familie bedroht, so wütend war ich. Sie konnte nichts dafür. Es war ich, anscheinend war ich. Ich war so naiv zu denken, die Sparkasse ist ein Ort, da gebe ich mein Geld hin. Und wenn ich dann brauche, dann kann ich das haben. Deswegen war ich nicht bei russischen Händlern. Das war der Grund, wo ich meine Tochter als Kotage da lasse. Mir war nicht klar, dass die Sparkasse in Ordnung ist, wo ich mein Geld hingebe. Wenn ich sage, ich brauche das wieder, die auch sagen können, Ingeborg, ist noch was von dem Geld da? Hier ist ein junger Mann, der fragt. Ja, Geld ist aus. Nee, das geht auch nicht wieder rein die Woche. Ich kann das online vorbestellen, wenn Sie möchten. Trotzdem war es gut, diese Gefühle rauszulassen. In der ersten Schwangerschaft. Weil das war geil für meine Frau. Sie war nicht das einzige nervige Wack, während sie schwanger war. Bei der zweiten Schwangerschaft wurde es zum Problem, weil mein Sohn ja schon da war und er das nicht checkte. Der Typ war 2, als meine Frau schwanger wurde. Und der hat nicht verstanden, warum Papa von heute auf morgen auf einmal ein nerviges Wrack ist, das 3-mal am Tag nicht klarkommt. Oh, es gab so viele Situationen. Wir waren in der Kinderbücherei, Samstagmorgen. Und es gab... Viele von euch haben wahrscheinlich keine Kontakt lange zu Kinderbüchern gehabt. Kinderbuchautoren haben die Aufgabe, so viele Tiere, wie es gibt, auf so wenig Seiten zu malen, wie es irgendwie machbar ist. Was schlau ist, weil du so mit den Kindern, die zu klein oder zu dumm für die Geschichte sind, wenigstens ein paar Tierstimmen machen kannst. Das ist dieser Chor an Männerstimmen morgens Samstag in der Bücherei. Leute, die eigentlich schlafen wollen, aber da sitzen müssen und sagen, das ist eine Kuh, Sebastian. Wie macht die Kuh, Sebastian? Mu, ganz genau, Sebastian. Toll, Sebastian. Das ist ein Schwein, Sebastian. Wie macht das Schwein, Sebastian? Mu, so macht nicht das Schwein. Du bist 14 Jahre alt, wie oft? Das Buch, das wir gelesen haben, hieß... Der kleine Elefant sucht seine Mutter. Und ich will nicht spoilern, aber die Geschichte war, dass der kleine Elefant seine Scheißmutter sucht. Das ist eine komplette Geschichte. Weil meistens besucht ein Tier andere Tiere. Es gibt auch so ein Tier-Esperanto, das mir neu war, aber das ist anscheinend, der Elefant wacht auf und meint auch, oh, meine Mama ist weg. Ich frage mal den Löwen. Löwe, hast du meine Mama gesehen? Und der Löwe meint, nee. Naja, nee, ich nicht. Keine Ahnung, aber frag doch mal die Giraffe, die ist größer. Vielleicht hast du das gesehen. Ja, danke. Giraffe, hast du meine Mama gesehen? Und dann macht die Giraffe das Geräusch, das Giraffen machen. Papa, wie machen Giraffen? Als würde ich das nicht wissen, das ist das. Giraffen machen. Das ist, was die machen. Viel Spaß in Bio. Ich kann dir nicht mehr beibringen. Aber nee, hat sie nicht gesehen. Nee, aber frag mal die Möwe vielleicht. Alles klar. Möwe, hast du meine Mama gesehen? Und die Möwe machte...
Ich weiß. Und auch der Elefant meinte, Möwe, was genau machst du in der Serengeti? Also ist gar nicht. Gar nicht dein Lebensraum. Und ja, ich glaube, Moritz ist einfach sehr stolz auf seine Möwe und deswegen bin ich mit dabei. Okay, meine Mutter, keine Ahnung, wo die Alte ist. Keine Ahnung. Hatte sie nicht gesehen. Noch das Zebra hatte die Mutter nicht gesehen. Noch die Antilope nicht und auch nicht das bekackte Gnu. Und dann war das Buch vorbei. Ja, der letzte war gar fehlte keine. Die letzte Seite war und auch das Gnu hatte die Mutter nicht gesehen. Und meine Reaktion war, dass ich meinte, Papa, was ist denn los? Sie ist tot! Ihr Schweine! Ihr Schwein! Papa, sollen wir ein anderes Buch lesen? Du kaltes Schwein. Berührt dich gar nichts! Das war schwer für ihn, meinen Gefühlen umzugehen. Das war nicht. Ich weiß auch nicht. Leute, die Moritz Neumeier nicht mögen, mögen auch nicht Volksverräter. Was mir auch nicht klar war, dass es das wieder gibt. Aber bis mir jemand meinte, ich sei einer, was ich dachte, ja geil, dass du es meinst. Ich wäre ja wochenlang ohne das Wissen rumgelaufen. Und natürlich gibt es wieder Volksverräter, gibt ja auch wieder ein Volk. Also es gab schon immer ein Volk, aber jetzt gibt es ja wieder ein Volk. Weil wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Ja. Aber seid ihr nicht? Ja, warum nicht? Weil ihr seid zu wenig. Ihr seid einfach nicht genug Leute. Ihr seid nicht genug Leute. Das ist das Ding. Das tut mir auch leid für euch. Ja, wir sind in der Minderheit wegen der Flüchtlinge, wegen der Dank. Und das ist Danke, Merkel! Okay. Oh. Nee, das verstehe ich auch. Das macht. Nee, wobei, also wer ist jetzt in der Minderheit? Das ist voll! Ja, das meine ich ja. Also, ich meine, vielleicht bin ich nicht falsch, aber ich dachte immer, man muss mindestens 51% von was sein, um. Was, ja, wir sind fremd in einem Land durch die Scharia und das sind durch ganz. Und das. Danke, Merkel! Okay. Keep up the energy! Auf jeden Fall. Und das, nee, das wiederum, das da kann ich auch, da kann ich. Wobei, nee, also. Nee, also nochmal jetzt. Wer ist jetzt fremd in meinem. Das ist voll! Das ist voll! Ja. Ja, kannst du mir. Also weiß ich nicht, wenn ihr fremd im eigenen Land seid, vielleicht ist das einfach nicht euer Land. Also vielleicht ist das der Grund dafür. Alter, wir sind wieder wer, ey. Oh Gott. Endlich sind wir wieder wer. Daher kommt das ja. Das ist auch okay. Nicht jeder, der irgendwie sagt, oh, ich will mal wieder deutsch sein und mich da nicht mehr schlecht fühlen, ist ein Nazi. Viele, selbst viele meiner Bekannten, vor allem meiner neuen Bekannten. Nein, das gibt ganz viele, die sagen, ich will einmal wieder zur WM zum Beispiel eine Deutschlandfahne schwenken. Ja, aber dann mach das doch. Es gibt kein Gesetz dagegen. Du bist ein stilloser Affe, meiner Meinung nach. Aber wenn du sagst, mein Außenspiegel trägt die Farbe, ja, zieh durch, Diggi. Klar, ich will stolz sein auf Deutschland. Ja, aber dann sei das doch. Es gibt so viele Gründe, um stolz zu sein auf dieses Land. Also nicht stolz, aber wenigstens froh darüber. Natürlich bin ich dankbar, hier geboren worden zu sein. Das ist eines der geilsten Länder der Welt. Es ist eines der reichsten, freiheitsliebendsten, demokratischsten, liberärsten. Wie viele Länder gibt es noch, in denen es Arbeitslosenversicherung gibt?
Krankenversicherung. Digi, es gibt Elterngeld. Frauen können sagen, pff, ich will nicht mehr arbeiten. Und dann sagt der Staat, okay, alles klar, dann hier. Und dann können Männer sagen, ja, aber ich will auch nicht arbeiten. Heißt es, ich wollte dich nicht vergessen, du hast ja auch viel dafür getan. Auf jeden Fall, bist auch du. Das ist der Shit. Das ist genial. Ich habe genauso viel Elternzeit bekommen wie meine Frau. Wir haben auch wirklich gleich viel für die Schwangerschaft getan, muss ich sagen. Sei doch stolz, dass wir in so einem Land leben, das versucht Stück für Stück immer, ja, aber ich will auf alles stolz sein, was heute ist, aber auch früher auch mal war. Ja, aber ich sag mal, da gibt es so, ja, aber es ist nicht alles nur Holocaust in der deutschen Geschichte. Und das stimmt, es gab sehr viele andere Sachen. Es gab so Sachen, da, so Bismarck und so andere Leute. Und dann gab es den Holocaust. Alles davor ist egal im Vergleich zum Holocaust. Ja, aber wir reden nur darüber. Warum denn nur darüber? In Geschichte. Nur Holocaust, Holocaust, Holocaust. Warum denn nur? Wegen Leuten wie dir. Weil es immer noch nicht Menschen gibt, es gibt immer noch Menschen, die nicht verstehen, wie wichtig dieses Thema ist. Und dass, wenn man in die deutsche Geschichte guckt, dass das einzig wirklich wichtige Thema ist. Ja, aber ich bin doch nicht schuld am Holocaust. Niemand sagt das. Niemand sagt, dass irgendjemand hier im Raum schuld ist am Holocaust. Die meisten, die am Holocaust schuld sind, sind tot. Jetzt langsam. Einige leben noch, aber die kriegen wir auch noch, ey. Ich nicht, aber Leute machen das. Unsere Aufgabe ist es nicht, uns schuldig zu fühlen dafür, dass etwas passiert ist. Unsere Aufgabe ist es, darauf zu achten, dass dieses Land nicht auch nur einen einzigen verfickten Millimeter zurück in diese Richtung macht. Wenn das schief geht, dann ist das unsere Schuld. Und deswegen kann man darauf nicht stolz sein. Ja, aber... Nein, hör auf damit. Hör auf damit. Wir haben doch irgendwann mal gemerkt... Ja, ja, Holocaust. Diese Idee, dass wir wieder jemand sind, die besser sind als andere, das ist ja Nonsens. Alle Menschen sind gleich dumm und scheiße. Einige haben Handys. Das ist der einzige Unterschied, den es gibt. Und andere Menschen bauen diese Handys und die senden sich, ich will aber auch dahin, wo die die haben. Ja, und dann kommen die hierher. Natürlich. Das ist auch okay, oder nicht? Das passiert, wenn du Menschen erzählst, die sagen, was Gutes. Allein schon der Schritt, dass wir Kindern erzählen, der Mensch sei was Besonderes. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Wirklich, dann fehlen da einige Zacken, möchte ich sagen. Und ist er ja nicht. Kann ich ja auch beweisen. Lässt mich ja keiner machen. Ich hatte eine geniale Idee, meiner Meinung nach, für so eine abendfüllende Samstagabend-Familiensendung. 20.15 Uhr. Und der Titel ist auch die Krone der Schöpfung. Und meine Idee war, Kandidaten treten an gegen Löwen. Um das ein für alle Mal auszurambolen, wer die Krone aufhat. Und David Müller ist am Ziel. Ist es denn der Tag, das ist zum ersten Mal? Nein, der Müller hat keine Beine mehr. Es ist wieder der Löwe, meine Damen und Herren. Schalten Sie auch nächste Woche ein, wenn es heißt. Der Mensch ist das einzige Wesen, das diese ganze Natur komplett vernichtet. Und was okay ist, ganz ehrlich, finde ich völlig in Ordnung. Ich bin nicht dagegen, dass wir das machen. Ich bin dagegen, dass wir das mit so einem miesen Gewissen machen. Ich verstehe nicht, warum Leute immer noch so tun, als würden wir das jetzt auch. Morgen hören wir damit auf. Nee, wenn wir alle so andere Glühbirnen benutzen. Ja, genau. Wir haben uns doch darauf geeinigt. Wir machen jetzt noch hier vier Generationen, vielleicht fünf, und dann macht der Letzte das Licht aus. Ja, okay. Ja, aber wir sitzen alle im gleichen Boot. Und das stimmt. Aber niemand rudert. Wir sitzen alle drin. Wir alle, Leute von der Regierung, Leute von der Wirtschaft und einer von dem BUND. Und er ist der Einzige, der meint, Leute, wir müssen ans rettende Ufer, alle jetzt, eins, zwei, eins, zwei. Und auch ich sitze da und denke, ja, aber ich will mit dem Auto zum Bäcker fahren. Das ist, was ich machen will. Ja, aber was ist mit den Panda-Bären? Hep, 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 hep. Ja, aber was ist, wenn es nieselt? Und die Ideen werden auch immer utopischer, das zu retten. Oh, wir schaffen das noch, wenn wir alle nicht mehr Auto fahren und nicht mehr fliegen und keine Kinder mehr kriegen. Als wären die schuld, ey. Als wären die schuld, die jetzt kommen. Du könntest jedes Kind, das jetzt geboren wird, perfekt so erziehen, dass es im vollkommenen Einklang mit der Natur lebt. Wir machen das nicht, also sind wir schuld. Nicht die, die jetzt kommen, sind das Problem, die jetzt da sind.
Und da müsste man bei den Problemen ansetzen. Man müsste dafür sorgen, dass von den Menschen, die jetzt schon da sind, nicht mehr so viele da sind. Ich meine, ich weiß, das klingt erstmal, oh, aber es ist auch nicht der fucking SPD-Parteitag hier. Also warum wird die gerechnet? Ich sage ja nicht, dass es eine Liste gibt von Leuten, die wir nicht brauchen, aber es gibt schon eine Liste von Leuten, die wir nicht brauchen. Ich sage ja auch nicht, wir sollten aktiv Menschen umbringen oder sowas. Um Gottes Willen, ich würde nie sagen, wir wenden Gewalt an. Wir könnten einfach aufhören, so bestimmte Menschengruppen so absurd sehr zu beschützen. Es gibt so viele Zeichen in den Straßen, wo steht, oh, hier nicht reingehen, Achtung, Hochspannung, lebensgefährlich, betreten verboten. Diggi, mal da einen Blitz drauf. Die meisten werden das verstehen. Und ein bisschen Schwund ist immer. Für die Panda-Bären, meine ich doch. Oder so Leute, ich finde es toll, mittlerweile werden normale Leute werden 100 Jahre alt heute. Und das ist okay. Lasst Leute meinetwegen 100 Jahre alt werden. Die Frage ist, wenn das die Ziellinie ist, warum tragen wir so viele Menschen 30 Jahre bis ins Ziel? Warum gibt es nicht so eine Grenze, von der man sagt, ja, Ursula wird auch 900 Jahre alt, auf eigene Faust, on go! Ich habe noch nie einen Zebra am Tropf gesehen. Deswegen gibt es auch nicht so viele Zebras, die die Welt kaputt machen. Und dann ist die Frage, ah, aber wo ist die Grenze? Oh nein, ist das welches? Ist das ein Alter? Ist es das körperliche Alter? Das geistige? Ist man nicht immer so alt, wie man sich fühlt, Moritz? Das ist doch nicht schwer rauszufinden. Gibt doch ein Verfallsdatum. Leute, die von sich aus nicht mehr gut riechen, sind schlecht geworden. Und dann gibt es Menschen, die man nicht braucht. Jeden Tag sterben durchschnittlich 2,5 Menschen im Straßenverkehr. Nicht in Autos, nicht auf dem Fahrrad, sondern weil Leute auf ihr Handy gucken, nicht sehen, dass rot ist, weitergehen und dann vom Verkehr erfasst werden. 2,5 pro Tag. Und die müssen wir doch retten. In Augsburg hat man jetzt eine Ampel entwickelt. Die bauen wir in den Boden. Dann brauchen die nicht mehr hochgucken. Dann werden die gerettet. Wie sollen wir die sonst retten? Wir müssen doch irgendwas machen. Was sollen wir denn bloß tun? Ah, wie wär's mit nichts? Wer braucht sie? Wer braucht Melanie? Wer braucht jemanden, der meint, oh, ich hab das Bild von meinem Golden Retriever gepostet und jetzt gibt's schon, oh, schon 4 Herzen. Oh, aber gleich, das ist doch gar nicht von Inge, noch gar nicht dabei, weil die Inge, die mag Golden Retriever. Also ich glaube, wenn die Inge erstmal... Ein Panda-Bär mehr. Ich bin einfach froh, dass ich stehen kann. Ich hab mir die Weisheitszähne entfernen lassen vor 16 Tagen. Das hieß so, ja, das ist so 2-3 Tage, das geht schon. Und dann habe ich das gemacht und dann ich hatte den furchtbarsten Arzt der Welt, ey. Ich war dann so eine Narkose da reingemacht und beim ersten Mal hat sie nicht gewirkt. Dann nochmal, ich spritze nochmal ein bisschen nach. Und als es so losging, meinte er, du, ich habe noch nie Weisheitszähne gemacht, aber wird schon. Das war der Start dieser 2,5 Stunden langen Prozedur. Alle 4 mussten zertrümmert werden und dann hat er gemerkt, ich gehe trotzdem nicht raus. Dann hat er alle 4 Knochen aufgesägt. So. Und dann meinte er, ja, das dauert jetzt so 6-7 Wochen und dann geht's wieder. Und ich zeichne mein Programm auf in 16 Tagen und er meinte, oh ja, ich hätte auch gar nicht operiert. Sie wollten das unbedingt. Und dann sagte, bist du bescheuert? Dann hat er mir Schmerzmittel gegeben. Und er meinte so, ja, nehmen Sie das einfach. Nehmen Sie das so und so viel. Ich glaube, Ibo 800. Und dann meinte er, nimm sie einfach 1,5-4 Mal am Tag. So, und dann bin ich zwischendurch, letzte Woche bin ich nachts, ich hatte Panikattacken, ich habe kalt geschwitzt, ich hatte Vorkammerflimmern. Und war dann bei einem anderen Arzt, der meinte, Herr Neumann, Sie nehmen viel zu viele Schmerzmittel. Was machen Sie denn? Nehmen Sie das jetzt, und dann meinte ich, soll ich nicht mehr nehmen? Und meinte, Sie können das nicht einfach absetzen. Ihr Körper ist krass abhängig von Schmerzmitteln jetzt. Und dann musste ich jeden Tag so ein bisschen weniger dosieren. Das heißt, ganz im Ernst, ich kriege nichts mit. Das sieht man, glaube ich, wahrscheinlich, wenn man das nicht weiß, sieht man das nicht. Aber ich kriege den Mund auch nur bis hier auf. Das heißt, ich habe mir die ganze Zeit gemerkt, so brüllen und sowas, das muss ja so albern aussehen, dieses Deutschland! Ich bin der unenthusiastischste Straßennazi aller Zeiten, ey. Jesus. Toll, toll, toll. Das Ding ist, wie er schon gesagt, ich habe mir nicht viel ausgedacht, aber ich habe viel ausgeschmückt. Die Geschichte, die ich erzählen möchte, als Zugabe jetzt, ist 1:1 so passiert. Und die erzähle ich deswegen, weil sie mit jemandem passiert ist, der heute da ist
und dem ich jetzt noch nicht erzählt habe, dass ich das seit 1,5 Jahren so auf der Bühne auch erzähle. Deswegen nennen wir ihn Paul. Torben. Er heißt Torben. Ist völlig egal. Es ist auch egal. Wir nehmen es ja nicht auf. Ist ja egal. So, ich habe früher eine Menge Slam gemacht. Eine Menge Poetry Slam. Und Poetry Slam ist vor allem Poetry Slam und danach ist krass Aftershow Party. Darum geht's für alle. Aftershow. Und ich hasse Aftershow Party. Einfach deswegen, weil ich keinen Alkohol trinke. Einfach deswegen, weil Allahu Akbar mir das. Ich einfach. Das ist natürlich Bullshit ist. Aber es ist die einzige Form zu sagen, man trinkt keinen Alkohol, ohne dass danach kommt, ach komm, nur ein Weinchen. Ach komm, nur ein Weinchen. Ist, dass du sagst, ich bin Moslem, weil dann die Reaktion ist, das ist okay. Aber ich vertrage keinen Alkohol. Ich trinke irgendwie ein Glas Wein und dann gehe ich schlafen, weil ich einfach dann kotze und dann einen Kater habe. Mein Ding war immer schon Kiffen. Meine Aftershow war immer schon, die Show ist vorbei. Ich kiffe viel zu viel und dann gehe ich verwirrt weg. Das ist meine Aftershow-Party. Jetzt habe ich Kinder und jetzt fahre ich meistens mit dem Auto. Das heißt, meine Aftershow-Party ist in dem Fall, die Show ist vorbei und dann gehe ich verwirrt weg. Das ist meine Aftershow-Party. Und wir haben Slam gemacht in Burghausen. So, Burghausen liegt an der Grenze zu Österreich. Es ist wirklich Burghausen, Fluss Österreich. Und wir waren da, Paul und ich. Und weiß ich nicht, der Slam war vorbei um 22 Uhr und ich meinte, alles klar, ich gehe ins Hotel, kiffen, noch irgendjemand. Und Paul meinte, nee, heute saufen wir. Ich meinte, Paul, du weißt, dass ich nicht trinke. Und er meinte, nee, du trinkst falsch, Moritz. Deine Aufgabe heute ist es, dass du so schnell so viel trinkst, dass du das selber nicht merkst. Und ich meinte, okay, keine Ahnung, vielleicht trinke ich falsch. Also habe ich auf sein Geheiß hin 5 Tequila geäxt. Weil ich dachte, okay. Dann war 22.30 Uhr und der Typ in der Bar meinte, also wir machen jetzt dicht. Ihr könnt machen, was ihr wollt, aber nicht mehr hier. Und Paul meinte, ne, keine Chance. Wo geht's jetzt noch hin, Barkeeper? Und der Typ meinte, wir sind in Burghausen. Also es ist, wenn hier Schluss ist, dann ist Schluss in Burghausen. Das ist, nee, stimmt gar nicht. Heute ist in der Turnhalle Abiball. Also meinte ich, Abiball! Also wir hin zu dem Abiball und ich weiß nicht, was im Jahr davor passiert ist, aber in diesem Jahr hatte diese Turnhalle für den Abiball einen Türsteher. Ein Bär von einem Mann. Der auch sofort meinte, ey, ihr könnt hier nicht rein, ich kenne euch nicht. Ihr könnt hier gefährlich sein für Frauen, keine Ahnung. Ihr könnt hier rein, wenn ihr Abi gemacht habt oder auf einem Date seid mit jemandem, der gerade Abi gemacht hat. Also meinte ich, alles klar, Meister, welche Lady ist denn noch auf der Suche hier? Ja, worauf er meinte, war das dein Move jetzt? War das jetzt... Ja, ihr könnt rein, das war harmlos. Geh rein, ist kein Ding. Was dumm war, weil er ja nur mich gesehen hatte und nicht Paul. Und Paul, ich weiß nicht, was an diesem Typ ist. Er sieht nicht nur aus wie ein griechischer Gott. Irgendwas hat Paul an sich, dass jede Frau zwischen 8 und 88 Jahren nach 3 gesprochenen Worten denkt. Und das war wie immer, wenn ich mit Paul los war. Paul geht rein und guckt, meine irgendwie, da gibt es so eine Ballkönigin. So eine Ballkönigin. Ah, das ist so die Ballkönigin. Hinter 3 Sätze und dann. Während ich noch an der Tür stand und meinte. Du Schlingel, ich glaube, ich muss noch mehr trinken, ohne das zu merken. Und setzte mich an die Bar und habe einfach weitergetrunken. So 20 Minuten, bis ich rumgerissen wurde. Von einer gigantischen Pranke, die es zu diesem Türsteher gehörte, der sofort meinte, was macht dein Kumpel mit meiner Schwester? Normalerweise, in dieser Situation, wäre meine Reaktion gewesen, dass ich sage, Alter, das ist auf jeden Fall. Aber irgendwas in diesem Tequila ließ mich denken, ich kann mit dieser Situation sehr gut umgehen. Also stand ich auf und meinte, hör mal. Du bist auch echt immer noch groß, obwohl ich schon stehe. Das ist harmlos. Das hat nichts mit deiner Schwester zu tun. Das macht er für mich. Ja, ich weiß, kannst du ja nicht wissen. Es ist auch okay, dass du da irgendwie jetzt in so Wunden trittst, aber das. Mann, es ist immer, wenn wir beide losgehen, dann ist es dieses, oh, klar, Moritz, bist du dir sicher in unserer Beziehung, aber ich nicht. Vielleicht wechsle ich das Geschlecht nochmal, vielleicht sogar, weißt du, das ist nicht.
Weißt du was? Er tanzt nicht mit einer Schwester. Er tanzt auf meinem Herzen herum. Das ist, was er macht. Mit Geh mir aus den Augen. Und dann dachte ich, und jetzt bringt er mich um. Natürlich. Ich sterbe zu nah an Österreich. Ich weiß nicht, warum das mein erster Gedanke war. Aber es war absurd wichtig, dass das nicht passieren soll. Und der Typ guckte mich an und meinte erstmal gar nichts. Und meinte irgendwann, du und er oder was? Ihr zusammen oder was? Ihr beide oder was? Das ist ja so mutig von euch, dass ihr... Der Typ war stockschwul. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe, dieses Glück. Weil wir daraufhin 1,5 Stunden an diesem Tresen saßen und über seine Themen gesprochen haben. Einfach, weil ich Angst hatte, das Thema zu wechseln. Und er hat geredet und ich habe einfach Sekt getrunken, weil ich dachte, vielleicht machen das Schwule. Ich habe keine Ahnung, vielleicht machen das Schwule. Weil ich dachte, Dicky, guck mich an, guck mich an, guck nicht dahin, weil 3 Meter hinter dir, Paul und deine Schwester. Alter, um 1:30 war dieser scheiß Abiball endlich vorbei. Alle müssen wir alle raus hier. Und natürlich meinte Paul zu diesem Mädchen, komm, ich habe ein Hotel, komm doch mit. Und sie meinte, ich komme gerne nach, aber ich muss jetzt aufräumen, ich bin in diesem Komitee, dann muss ich mit meinem Bruder nach Hause und dann kann ich mich zu euch ins Hotel schleichen, so gegen 5:30. Eure Aufgabe ist es, bleibt einfach fit bis 5:30. Also wir raus und Paul schob mich in so ein Taxi und meinte, so, Taxifahrer, wo geht's jetzt noch hin? Und er meinte, wir sind in Burghausen. Also es ist und fuhr uns locker 30 Minuten entfernt in irgendeine Dorfschrabbeldisco, irgendwo in so einem Kellergebäude. Wir da rein und ich war wirklich voll. Ich war nicht zu betrunken, um nicht sofort nach ein paar Sekunden zu merken, alle gucken uns an. Paul, wir sind hier bunte Hunde. Und die einzigen mit Haaren. Was ist los mit den Leuten? Ja. Na, eine krasse Skinhead-Disco. Was spätestens klar war, als wir uns setzten und jemand aus dem Tanzpult auf uns zukam. Ein junger, besoffener Mann, der, wie ich später rausfand, Panzer hieß. Sympathischer Zeitgenosse. Der an unseren Tisch kam und auch sofort meinte, ihr seid hier falsch, ich mach euch kalt, mach ich euch! Man muss wissen, dass Paul kurz darauf aufhörte mit Slam, weil er angenommen wurde an der Ernst Busch Theaterhochschule, eine der angesehensten und renommiertesten Schauspielhochschulen Europas, weil er ein genialer Schauspieler war. Aber nicht nur ein genialer Schauspieler, er war auch damals noch einfach unglaublich besoffen und hatte Rieseneier. Der Typ, und er hielt sich für den Impro-King überhaupt. Das heißt, was er macht, er stand auf, es ist kein Spaß, er stand auf und meinte, jetzt reiß dich mal zusammen, du weißt doch nicht mehr, wen du sprichst, Kamerad! Und stell dir uns vor, sich als Paul und mich als Generalmajor Schneider. Anführer der 1. Untergrundarmee Schleswig-Holsteins. Woraufhin ich meinte, was Panzer nicht überzeugte. Weil Panzer auch sofort meinte, ja, aber warum seht ihr aus wie Zecken? Ich mach euch kalt, mach ich euch! Und auch ich sofort meinte, ganz genau, Paul, warum sehen wir aus wie Zecken? Was ist unser Problem? Was ist los bei uns, ey? Woraufhin der Impro-King sehr lange überlegte, bis er meinte, wir sind hier undercover. Wir werden morgen um 0700 die österreichische Grenze überschreiten, um in Südtirol Handfeuerwaffen für den deutschen bewaffneten Kampf zu besorgen. Was Panzer überzeugte. Der Typ war so gut. Ich weiß nicht, wie dumm und besoffen er war, aber seine Antwort war, jawohl, Herr Major. Und setzte sich zu uns, woraufhin wir 1,5 Stunden mit Panzer diskutierten über die Themen, die er diskutieren wollte, einfach weil ich Angst hatte, das Thema zu wechseln. Und es ging viel um, wie hätte das Deutsche Reich den Zweiten Weltkrieg gewinnen können, wozu ich erstaunlich viele Ansichten hatte. Und man muss wissen, Paul ist so ein Kandidat für Paul. Paul ist, kommt immer mit allem durch. Paul kennt keine Angst. Pauls Gedanke ist, ach krass, das geht. Geht das auch? Geht das auch? Das heißt, irgendwann forderte er auf, Panzer den Hitlergruß zu machen und meinte dann, der Major meint, das war nicht stramm genug. Und dann fing Panzer an zu üben. Das war der Punkt, wo ich meinte, das ist passiert. Und das war der Punkt, wo ich dachte, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Und bin auf Klo gewankt und stand da am Pissoir eine Ewigkeit und dachte, ich kann das nicht mehr. Irgendwann stand Panzer neben mir.
Und mir ist erst Tage später aufgefallen, wie absurd das war, dass der Klomann ein alter arabischer Mann war, der bis dahin anscheinend von allen geduldet wurde. Aber Panzer stand neben mir und meinte, Herr Major, ich habe mich, wenn ich ehrlich bin, nie wieder so respektiert gefühlt wie in diesem Moment. Ich verstehe die Anziehungskraft von, ist egal. Schande, mein Herr Major, um meine Gesinnung Ihnen und dem deutschen Volk zu beweisen, stechen wir ihn jetzt ab. Ja, und ich einfach meinte. Paul! Wirklich, mit dem Pimmel in der Hand aus dem Club raus. Paul hinter mir her. Hinter uns Panzer, der immer noch nichts checkte. Draußen trafen wir so eine Gruppe von 4 Neonazis, die gerade erst ankamen, also relativ nüchtern waren. Panzer kannte diese Gruppe, meinte auch sofort, uns vorstellen zu müssen. Das sind Paul und Generalmajor Schneider. Und allen war sofort klar, das ist nicht Generalmajor Schneider. Ich kenne den Major, das ist nicht der Major. Also dachte ich, ja, dann bringen die mich halt um. Ich sterbe zu nah an Österreich. Das war ein sehr wichtiger Punkt für mich. Aber ich weiß nicht warum, anstatt uns zu verprügeln, kamen die auf uns zu und schlugen Panzer so doll ins Gesicht, wie sie konnten, weil der anscheinend schon für irgendwas anderes eine gelbe Karte hatte und meinten zu uns, alles klar Jungs, Spaß ist vorbei, verpisst euch. Und wir meinten, nimm ernst jetzt! Ab ins Taxi, zurück ins Hotel, wo Paul mit dieser wunderschönen Frau noch 8-mal, weiß ich nicht, sie begattete oder was immer Götter tun, während ich mich 7 Stunden aggressiv übergeben habe. Und entschieden habe, Alter, ich bin nicht gemacht für Aftershow-Partys. Nicht mein Ding. Leute, die Moses Neumeier nicht mögen, mögen auch nicht Frauenquote. Also ich dachte, es geht um Frauenquote. Ich habe mich nie mit dem Thema beschäftigt. Ich habe eine Freundin, die da sehr in diesem Thema drin ist. Und irgendwann meinte, ja, mach doch mal ein Video zu Frauenquote. Warum nicht mal Frauenquote? Und ich meine, ich habe da keine Ahnung von. Ich habe da null Berührung. Ich bin Mann, ich habe kein Unternehmen. Keine Ahnung, was das ist. Und dann fing sie an, mir das zu erzählen und dann meinte so, nee, jetzt rate doch mal, wie viele Frauen sind denn so in Führungspositionen in den großen deutschen 1000 Firmen, in den Vorständen? Wie viele Vorstandsvorsitzende gibt es denn, die Frauen sind? Und ich meinte, wie gesagt, keine Ahnung, 3 Dutzend, 2 Dutzend, weiß ich nicht. Und die Antwort ist, eine einzige. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, oh, das hat nicht so viel. Das ist ja nicht gut. Und sie hat es geschafft. Ich habe mich dann selber für dieses Thema interessiert und angefangen, mich zu informieren und mal nachgeguckt und gedacht, okay, muss ja nicht jeder immer der Chef sein. Gibt es mal ein bisschen Zeit? Muss man ja irgendwie, wie viele Mitglieder gibt es denn so in den deutschen großen Vorständen? Und die weiblich sind. Und also die Zahl ist schon erschreckend. Noch erschreckender ist der Fakt, dass es gibt mehr Vorstandsleute in Deutschland, die Thomas und Michael heißen, als Frauen. Das ist zu viel Pimmel. Ich weiß nicht, wie man kann Pimmel nur so hoch stapeln und dann muss was anderes kommen. Und deswegen habe ich in dem Video gesagt, ja, vielleicht so eine Quote, vielleicht probieren wir das mal aus. Und das war nicht so gut. Und deswegen, ich glaube, das Problem ist nicht das. Ich glaube, das Problem ist, Leute, die Moses Neumeier nicht mögen, mögen auch nicht Frauen. Ich glaube, dass es viel auch darum geht. Du kannst über die Frauenquote nicht reden. Weil wenn du über die Frauenquote redest, redest du sofort über Sexismus. Und über Sexismus kann man nicht reden. Punkt. Nicht, wenn du nicht willst, dass danach die Antwort ist. Alle rasten aus, alle Seiten, die dafür sind, die dagegen sind. Es ist unglaublich krass. Und meistens bekommt das die Person ab, die am wenigsten damit zu tun hat oder dafür kann. Es hat mir jemand zugeschickt. Es ist im Grunde genommen Sexismus in der Nussschale. Es gibt, Lidl hat Schlafanzüge produziert, Kinderschlafanzüge. Für Mädchen in rosa und für Jungs in blau. Und da waren auch so Sprüche drauf. Und bei den Jungs stand drauf, sei dein eigener Superheld. Und bei den Mädchen stand drauf, Papa ist dein Superheld. Und sofort schrieb eine Frau auf Facebook bei der Lidl-Seite, Leute, das ist die fucking Definition von Sexismus. Gar nicht die Farben, die auch. Aber warum muss denn jetzt das Mädchen einen männlichen Superheld haben? Warum kann nicht auch das Mädchen ein eigener Superheld sein? Das ist doch Sexismus, oder nicht? Weißt du was, ich kaufe nicht mehr bei Lidl ein. So. Und ich habe mir diese Diskussion reingezogen. Auf ihren Kommentar gab es 6000 wütende Kommentare. 6000 Antwortende. Ich bin ausgestiegen bei Kommentar 4000, weil ich war zu lange da drin. 4000 wütende Kommentare, von denen locker 3000 wütend waren auf die Frau, die das Thema angesprochen hatte. Ich weiß nicht, wie oft der Satz gefallen ist. Sag mal, hat sie keine Probleme? Und die Antwort ist doch. Sexismus, das war das Problem. Aber das geht nicht. Da kannst du nicht drüber reden. Egal, ob du das Thema ansprichst, rasten die Menschen aus.
Sexismus ist das neue Vegan im Grunde genommen. Da war es am Anfang auch so, als die ersten Menschen Veganer waren, klar, waren alle damit überfordert, dass irgendjemand meinte, du, ich esse kein Tier mehr jetzt, esse ich gar nicht mehr. Und Leute meinten, okay, weiß ich jetzt auch nicht, was soll ich dir jetzt, bist du eine Wurst? Soll ich dir eine Wurst vielleicht? Nee, ich weiß, das ist alles ganz neu und so, aber Wurst ist Tier und das esse ich nicht mehr, also gar nicht mehr. Auch nicht Milch und auch nicht so Eier und so, und die werden auch gequält, die Tiere. Und die Reaktion war sehr oft, oh, er isst was Besseres jetzt als wir. Die Hühnchenpolizei ist da. Soll ich dir einen Stock braten? Willst du Moos auf deinen Burger, du Elch? Ich habe mir gedacht, nein, er will, warum bist du so wütend? Er will einfach nur kein Tier essen, lass ihn doch in Ruhe. Und bei Sexismus ist das Gleiche. Sobald jemand sagte, du, ich habe gemerkt, ich rede total viel sexistisch und ich muss damit aufhören, weil die Reaktion so, oh ja, okay, weiß ich auch nicht, was ich jetzt, was darf ich denn überhaupt noch zu einer Frau sagen? Darf ich überhaupt noch was sagen? Darf ich irgendwas sagen? Ja, weiß ich nicht. Sag hallo und gehe nicht sofort an die Titten. Schaffst du das? Das ist Schritt 1. Ich weiß, es ist hart. Aber vielleicht sollten wir damit aufhören. Oh, er ist was Besseres jetzt. Die Tittenpolizei ist im Haus. Soll ich mich jetzt bei allen Frauen entschuldigen? Oder soll ich mich etwa entschuldigen, Sternchen innen? Ist es das, was du willst? Nein. Nein, es reicht, dass du anerkennst, dass Frauen in diesem Land immer noch nicht zu 100% gleichberechtigt sind. Auf dem Papier schon, aber in der Regel, ja, guck doch mal auf Saudi-Arabien. Bist du bescheuert? Warum ist das denn jetzt ein Argument? Wie oft ich das schon gehört habe. Das ist so, als würde ich zum Arzt gehen und sagen, ich habe mir den Fuß gebrochen. Und er meint, Menschen haben AIDS, Herr Neumeier. Ich denke, und das stimmt, das stimmt. Aber es macht meinen Fuß ja nicht besser. Es hat ja nichts mit meinem fucking Fuß zu tun. Aber das geht nicht. Sobald du über Sexismus redest und dieses Thema auf den Tisch legst, kommt jemand, meistens ein Mann, nimmt dieses Thema und schüttelt das Thema, bis ein neues Thema raus geworden ist. Es klappt immer. Es ist immer das Gleiche. Egal, wo du anfängst. Sobald du sagst, pass auf, jede vierte Frau in Deutschland oder jede fünfte Frau in Deutschland, wenn du sie anonym befragst, antwortet die dir mit Ja auf die Frage, ob sie sich unter häuslicher Gewalt leidet oder litt. Jede fünfte Frau wird zu Hause irgendwie drangsaliert. Das ist doch mörderkrass, oder nicht? Dann müssen wir doch... Es gibt auch Männer, die unter häuslicher Gewalt leiden, Moritz. Willst du das verschweigen? Nee. Und das ist ein guter Punkt, Sebastian. Für eine andere Diskussion. Also es ist nicht, die wir führen müssen, aber wir reden ja darüber jetzt gerade. Das würde ich sagen, pass auf. Gras ist grün. Also viele Sachen sind grün. Ja, aber ja auch das Gras. Darum können wir nicht. Es geht nicht. Du brauchst doch gar nicht anfangen zu sagen, dass Frauen in diesem Land immer noch weniger Geld bekommen als Männer. Aber auch klar, es gibt auch Frauenberufe und Männerberufe. Ja, Männerberufe ist viel. Du bist im Büro. Dann ist da eine Zahl. Dann machst du viel so. Dann ist da mehr Zahl. Und dann bist du fucking reich, klar. Was machen Frauen denn? Pflegen Alte und Kinder. Pff, wer braucht das denn? Weiß ich nicht. Alte und Kinder vielleicht. Warum wird das auch nur 1 Cent weniger bezahlt als das? Warum? Es gibt auch Männer, die wenig Geld verdienen. Ja, Basti. Auf jeden Fall. Käfer fliegen. Möwen fliegen aber auch! Es geht nicht. Wir können darüber nicht reden. Und das ist klar. Es ist aber auch irgendwie, man muss das ja auch nachvollziehen und die Sorgen von Ängsten von Leuten ernst nehmen. Klar ist das schwer, weil du die Verhältnisse umkehrst. Und die Verhältnisse bisher waren anders verteilt. Die Verhältnisse waren genial verteilt für Männer in den letzten immer Jahren. Die Verteilung von Männer haben Geld, Männer haben Bildung, Männer haben Macht, Männer haben sexy. Frauen sind auch da. Und wenn du das jetzt aufteilst, dann nimmst du Männern was weg, klar. Und viele Männer haben aber das Gefühl, du nimmst ihnen diese Männlichkeit weg. Und das ist für viele Männer ein Problem.
Was ja auch klar ist, weil wenn das deine Männlichkeit ist, dann ist das deine Männlichkeit. Und das jetzt, heute sagen wir, pass auf, all das können Frauen genauso gut wie Männer. Frauen können alles genau, ja, aber ab und zu muss man Sachen hochheben. Ja, das stimmt. Frauen als Soldaten, die müssen mich raustragen aus dem Gefecht, wenn ich, ja, du hast völlig recht, auf jeden Fall. Gut. Lass mich das spezifizieren. Frauen können alles genauso gut wie Männer. Für einige Sachen müssen sie kurz körperlich trainieren. So. Und dann kriegen sie auch noch Kinder. Frauen können mehr Sachen als Männer. Und das ist, dass du machst so eine Lücke. Damit warst nicht du persönlich gemeint. So, als wärst du der Shit jetzt. Ist gut, das während des Sexismus-Teils zu machen. Ich sag ja nur, Mäuschen. Das passiert, wenn du dir einmal öffentlich reden lässt, du. Oder? Oder? Nein, aber schön, dass du das auch so siehst. Stimmt ja. Stimmt ja. Aber klar, gibt es denn diese Lücke für Männer? Gibt denn für Männer diese Lücke von, oh, jetzt ist das nicht mehr meine Männlichkeit? Und dann müssen die selber was suchen, was für sie Männlichkeit bedeutet. Und ich glaube, viele Männer suchen einfach nicht lang genug. Ich glaube, das ist das Problem. Aus Panik, dass die Lücke sich zu schnell schließt oder so, gehen die los und nehmen das erste. Was ist denn männlich? Ich glaube, was ist denn. Ich glaube, es ist Fußball. Leo, le, le, le. Und ich stehe da und denke, wirklich, ist das deine Antwort auf die, oh, aber natürlich, Fußball ist mega geil, dumme Sau. Leo, le, weil meine Mannschaft hat eine andere Farbe an als deine Mannschaft. Leo, le, 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 weil der überbezahlte Typ aus Portugal, der in meine Stadt gezogen ist, ist schneller als der überbezahlte Typ, der aus Schweden in deine Stadt gezogen ist. Leo, le, VfB, VfB. Digi, such weiter. Da kommen noch so viele Sachen danach. Und das Beste ist, du darfst dir das aussuchen. Du definierst deine Männlichkeit. Digi, wenn du morgen aufwachst und für dich entscheidest, weißt du, was dafür sorgt, dass ich mich männlich fühle? Backen. Dann back. Back, wie noch nie ein Mann zuvor gebacken hat. Das kann alles sein. Backen, Rasen mähen, stricken, deine Kinder beachten, die deine eigenen sind. Oder schnelle Autos, ne? Schnelle Autos sind männlich. Frauen können nicht schnelle Autos fahren. Frauen haben keine Füße. Ab wann wird Männlichkeit zur geistigen Behinderung? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Weil von da an ist okay. Von da an ist das in Ordnung. Von da an sollten die auch staatlich gefördert werden. Weil du bist auf einem guten Weg, Basti. Mach weiter so, dann darfst du wenigstens im Stadion ganz vorne parken, ey. Natürlich ist es schwieriger heute, seine Männlichkeit zu suchen. Früher war das einfach, da musst du nicht suchen. Vor 20, 30, 40 Jahren, da gab es Wege, die hast du genommen und da hat niemand daran gezweifelt, auch nur eine Sekunde, ob du männlich warst. Da warst du Bergarbeiter. Und das waren nur Männers und auch ein Kanarienvogel. Das war männlich. Da hast du 10 Stunden hast du da gearbeitet. Da bist du noch in die Kneipe mit den Jungs, mit Rollo und Oddi und Waffa. Und hast dir 16 Oettinger in die Blauze gebügelt. Und dann bist du nach Hause, dass die alle mit dem Gürtel vermöbelt. Und das war dann männlich. So wie ich das für mein Leben. Ja, das klingt wieder Hammer, aber es ist nicht mehr cool. Deswegen brauche ich was Neues. Nein, natürlich nicht. Aber ich meine zu meiner Frau irgendwann, natürlich ist das geil, so sein zu können als Mann. Dass du zu Hause eigentlich, dass du kommst zu Hause an und sagst, das ist alles das hier, alles Frauensache, ich gucke jetzt Fußball. Der Typ lebt den fucking Traum. Meine Frau meinte, okay, das sehe ich sogar ein, aber dann brauchst du ja eine Frau, die das mitmacht. Willst du das, Moritz? Willst du so eine Frau, die das mitmacht, die eigentlich nichts für sich selber will? Deren Hauptaufgabe in ihrem Leben ist es, für dich zu bügeln, zu kochen, zu putzen, zu saugen, zu wienern, zu bohnen, die Kinder zu erziehen, die Kinder ins Bett zu schicken, bevor du nach Hause kommst, weil mein Mann ist wie eine Wundertüte. Mein Mann weiß nie, wie viel drin ist.
Und dann hofft sie, dass das Essen nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt ist. Nickt, wenn sie zuhören muss. Und wenn sie redet, nur wenn sie gefragt wird. Willst du so eine Frau, Moritz? Und ich meinte, absolut. Oh, das klingt so schön. Nein, natürlich nicht. Das Absurde ist, wenn ich so eine Frau wollte, ich würde so eine Frau ja finden. Es gibt ja diese Frauen, die sind ja nicht mal schwer zu finden. Nimm dir einen großen Kescher mit, geh zu Axel Schröder, fang die ersten drei, eine von denen wird sein. Wer zu Atze Schröder in die Show geht und dafür 70 Euro ausgibt, um zu sagen, ja stimmt, wir sind alle Fotzen, ja, dann geh auch bügeln, ey. Meine Fresse. Nein, das ist, weiß ich nicht, ich finde das, meine Frau ist wirklich anders. Ich finde das fantastisch, ich finde das... Weiß nicht, es war auch irgendwie so, ich hasse es, wenn Menschen sagen, mit dir hast du Glück gehabt. Das war ja nicht Glück. Ich habe sie geschwängert und sie musste bei mir bleiben. Das hat ja nichts damit zu tun, mit Glück zu tun. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht mehr, was ich jetzt erzählen wollte. Ich wollte ein bisschen was von meiner Frau sagen. Meine Frau ist der Shit. Das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Ich kann schwer auf ihr rumhacken, weil sie hat mir so viele Sachen gezeigt. Ich verdanke ihr so viele Sachen. Allein, dass ich hier stehe jetzt. Das ist vor allem auch ihr Verdienst. Man sagt dann immer, oh, ich mache so Karriere, oh, Leute wollen das sehen. Ich stehe hier und jetzt verdiene Geld damit, dass ich meine Witze erzähle. Was ich nur kann, weil sie in diesem Moment mit zwei Kindern zu Hause sitzt, alleine, was die Hölle ist. Und würde sie das nicht machen, wäre ich nicht hier. Und wir würden verhungern, weil sie keinen Job hat. Aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass man nicht vergisst, dass 50% von allem, was ich erreiche, darauf gewachsen ist, dass sie das zu Hause macht. Wir leben ja auch nicht feministisch. Der zweite Punkt ist, dass meine Frau, ich habe Gefühle wegen meiner Frau. Ja, nicht, weil ich Bock darauf habe. Ich bin ja nicht traurig, weil ich denke, oh, ich genieße das total. Ich lebe meine Gefühle und lasse die raus und bearbeite, weil ich weiß, was, wenn ich das nicht mache, meine Frau sich in 10 Jahren scheiden lässt. Und da habe ich Angst vor. Deswegen bin ich lieber heute traurig, als dann alleine. Das ist der Grund, warum ich Gefühle habe. Und nicht zu vergessen, diese Frau hat mir gezeigt, wie schön Sex sein kann. Ich hatte vorher auch Sex, bevor ich sie kannte, klar, weil man hat Sex. Aber ich hatte nie gerne Sex, bis sie sie gelernt hat. Ich war nie gut darin. Und das lag nicht an meinem Gegenüber, das war viel mein Part. War ich nicht, bin ich nicht gut, war nie gut darin. Und es gibt Männer, die sind der Wahnsinn im Bett. Und dann gibt es eine noch viel größere Gruppe von Männern, die behaupten, sie seien der Wahnsinn im Bett. Und ich gehöre nicht mal zu der Gruppe. Ich kann nicht mal so tun, als wäre ich ein Tiger. Bin ich nicht. Ich bin kein Tiger. Ich auf einer Skala von 0 bis Tiger bewege ich mich auf der Ebene einer gut gepflegten Zimmerpflanze. Das ist meine Betriebstemperatur. Und durch meine Frau werde ich ab und zu zur Katze. So, und das muss man wertzuschätzen wissen. Und ehrlich gesagt hatten wir ja diese Frau war meine sexuelle Revolution. Wir hatten aber für dieses, hatten wir nur 6 Wochen Zeit. Es waren diese 6 Wochen und wir machen es hier und da und so und mit und ohne. Was soll passieren? Und dann war klar, das ist das, was passiert. Das bleibt hier jetzt für immer. Und natürlich hast du weiter Sex, aber es ist nicht mehr dieses, es ist eher dieses, habe ich voll Bock drauf. Aber bevor wir anfangen, mein Liebling, hol die Checkliste, damit das nicht nochmal passiert. Vielen Dank an einen Typen, der auch... Das ist gut. Ja. Wie lange kanntest du sie? Wie lange kanntest du sie? 20 Jahre. Streber. Halbes Jahr. Nee. Und diese ersten 6 Monate waren der... Das war der Shit. Und klar hast du auch weniger Sex, einfach weil dein Kind da ist. Weil es ist seine... Er entscheidet ja, ob du Sex hast oder nicht. Aber wenn er wach ist, dann nicht. Das ist das Ding. Ich weiß nicht, du hast so weniger Sex. Es wird besser. Also es gibt auch mal Leute, die jetzt irgendwie kommen und die noch voll kleine Kinder haben. Oh, hört sie mal auf. Alles wird besser mit diesen Kindern. Alles wurde besser mit meinem Sohn, als er 2 wurde. Einfach, weil er von da an vormittags nicht mehr da war. Das war der Grund. Ich habe keine Ahnung, wo er war, aber er war nicht zu Hause. Und das, nein, er wurde betreut wahrscheinlich. Auf jeden Fall war er nicht zu Hause. Und es war krass, wir saßen da, meine Frau und ich, in der ersten Woche haben wir gemerkt, krass, so fühlt sich ein eigenes Leben an. Und nach 2 Wochen haben wir gemerkt, derbe langweilig, lass mal noch ein Kind machen. Was wir sofort gemacht haben. Erstens, ich wollte ein zweites Kind, außerdem wollte ich nicht so lange warten und ich wollte vor allem nochmal diese 6 Wochen aufleben lassen. Das war mein Plan. Nochmal diese 6 Wochen, es war so gut.
Oh, diese ersten. Ich war ja auch schon auf Tour damals. Der Ablauf war, ich bin auf Tour gewesen, kam dann in ihre Wohnung. Nachts um 3:30 habe ich dann da angekommen, habe sie geweckt und wir hatten Sex. Ich vollgepumpt mit Adrenalin und sie noch so ein bisschen verschlafen. Das war der Shit. Das war so gut. Und das wollte ich wieder aufleben lassen, als wir dieses kleine Kind machen und kam von Tour nachts um 3:30 und weckte sie und meinte, komm, wir haben Sex. Und sie sagte, bist du behindert? Ob du behindert bist, will ich wissen. Jesus. Warum sie einen Punkt hatte. Nein, ich bin einfach sehr froh mit dieser Frau. Und irgendwie klar, ein bisschen Glück ist auch dabei. Einfach deswegen, weil wenn man, wir hatten das Glück aufzuwachsen mit Eltern, die uns beigebracht haben, wie man sein kann in der Beziehung, damit der, und der andere bleibt dann vielleicht bei einem. So, das ist, das muss man auch wertschätzen, wie ich aufgewachsen bin. Das kann ich auch erst jetzt. Ganz viele Sachen kann ich jetzt erst wertschätzen, seit ich selber Kinder habe. Sachen bei meinem Vater, ich habe die Typen nie wertgeschätzt. Seit ich jetzt ein eigenes Kind habe und denke, Alter, was der Typ, alleine wie viele Stunden dieser Mann mit mir verbracht hat, die so absurd langweilig waren. Ohne mich zu schütteln. Das vergessen wir auch andauernd. Wir sind nur hier, weil unsere Eltern uns nicht zu doll geschüttelt haben. Mir war nicht mal klar, dass das ein Ding ist, bis meine Frau schwanger war und ich anfing, so Ratgeber zu lesen. Und teilweise stand in einem Buch 6-mal drin, schütteln Sie nicht Ihr Kind. Und ich immer dachte, ja, der Typ ist doch keine Rassel, natürlich nicht. Warum erzählst du mir das? Vor allem, warum erzählst du mir das 6-mal? Bis das Kind geboren wurde, ich dachte, ah, klar, okay, klar. Natürlich, weil du 5-mal am Tag denkst, schlaf doch eigentlich an. Hör auf, ich... Lustig, wenn Kinder sterben. In Witzen. Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe meinen Vater gefragt, was war das? Was war das Schönste? Was war das Schlimmste? Und er meinte, das schönste Gefühl für ihn, das kann ich bestätigen, ist, als Vater, dass da so Leute bei dir wohnen, kleine Leute, die dich abgöttisch lieben, ohne dass du irgendwas dafür getan hast. Und er meinte, das Schlimmste war, dass das aufhört. Klar, Pubertät, das hört von morgen, es hört einfach auf. Dass Leute so, dass auf einmal, ich bin eingeschlafen und scheinbar mit dem Gefühl von, oh, er ist der beste Mensch der Welt. Und dann bin ich aufgewacht mit dem Gefühl von, der Typ weiß nichts. Und er wusste nichts. Oh, ich habe wirklich, der Typ war, klar, weil was haben wir entschieden in der Schule mit 14? Was war derbe uncool? Klar, Jacken. Jeden Morgen meinte mein Vater, Moritz, wir haben -3 Grad, zieh deine Jacke an. Und ich meinte, oh, du weißt, du bist ja, oh, ich habe mir in den Mund gekotzt, so uncool bist du. Jesus. Der Typ weiß nichts. Und stand lieber den ganzen Winter da und war der Meinung, ich bin der Geilste hier offen. Aber das ist wichtig, dieses Ablösen von zu Hause ist wichtig, diese Rebellion. Und mit 15 war ich dann Punk. Was schwer war im Dorf als einziger Punk. Wenn du so allein in einer Bushaltung um Geld schnorchst und niemand steigt aus, weil alle Autos haben. Und dann gab es diesen Morgen, ich weiß nicht, meine Eltern waren einfach auch zu liberal, das war das Problem. Es gab diesen einen Morgen, als ich war so wütend auf meine Mutter und dachte, so, jetzt zeige ich es dir, alten Mörder. Und hab mir mit ihrem Einweg-Beinhaarrasierer selber so einen Irokesenschnitt mehr geritzt als rasiert. Und den aber auch so hoch gemacht und dann so mit dem pinken Nagellack meiner Schwester angemalt. Und kam zu meiner Mutter in die Küche zu Frühstück und meinte, so Mutter, das ist jetzt Phase hier. Und meine Mutter guckte hoch und meinte, wo ist deine Haare? Das ist fesch, kannst du tragen, ist gut. Das ist nicht richtig. Du musst Kinder rebellieren lassen. Und das wird mir auch schwerfallen, klar. Weil ich jetzt auch denke, alles, was meine Kinder machen, ist in Ordnung. Mit 15. Die müssen das doch selber entscheiden. Und dann war es eine Freundin bei mir, diese feministische, und meinte, ja, ist alles okay für dich, wenn dein Sohn jetzt mit 15 entscheidet, ab heute trage ich nur noch Frauenkleider als Rebellion, das ist so mein neues Hobby, so an Frauenkleidern rumzulaufen auf dem Dorf, ist das dann auch okay für dich? Und ich meine, das ist doch sein Ding und nicht meins. Wenn er mit 15 entscheidet, weißt du was, mein neues Hobby ist, Paillettenkleider tragen und am Samstag am Hauptbahnhof Schwänze lutschen, soll er das auch machen?
Er ist ja nicht mehr mein Sohn, aber er kann ja machen, was er will. Er ist dann eventuell kurz darauf offiziell meine Tochter, ihr sexistischen, ausgrenzenden Arschlöcher. Das ist unglaublich. Ihr seid Teil des Problems, nicht der Lösung. Ey. Nein, was auch für ein dummes Beispiel. Als würde irgendjemand das aus Protest machen. Als würde irgendjemand aus Rebellion sagen, oh, jetzt darf ich keine Playstation spielen. So, dann bin ich im falschen Körper geboren. Als würde mein Sohn da irgendwann im Wohnzimmer stehen und mein So, Vater, bist du zufrieden? What? Ja, nein, ist mir egal. Mach's halt nicht im Wohnzimmer, was ist dein Problem? Geh doch. Bist du... Lass deinen Bruder in Ruhe jetzt, hör auf damit. Das ist der einzige Punkt, wo selbst ich denke, oh, oh, zu doll? Nein, im Ernst, soll er doch machen, was er will, ey. Keine Ahnung. Ich scheiter krass daran, diese Kinder irgendwie zu erziehen. Weil es ist in der Theorie, es ist voll einfach, klar. In der Theorie ist es voll simpel. In der Theorie, alles, was ich in der Theorie machen muss, ist es, meinen Kindern einen vernünftigen moralischen Kompass mitzugeben. Das ist alles, was ich machen muss. Und das ist schwer. Einige haben diesen Kompass. Ich glaube, das Problem auch ist, dass viele Leute fragen dann auch in diesen Videos, oh, wie machen wir die Welt denn besser, woran hakt's denn? Ich glaube, es ist so, dass viele Menschen keinen vernünftigen moralischen Kompass haben. Es gibt Menschen, die haben den. Ihr habt diesen Kompass. Wenn ihr in dieser Show sitzen geblieben seid und über die Sachen gelacht habt, dann deswegen, weil ihr wisst, okay, das ist Satire, das ist Ironie. Im echten Leben ist das richtig und das falsch. Moralisch gesehen sollte man das machen und das nicht. Was nicht heißt, dass man immer danach handelt, aber ihr habt immerhin schon diesen Kompass. Und ich glaube, das Problem in Deutschland ist, dass es immer deutlicher wird, auch durch die sozialen Medien, auch dadurch, dass sie sich zu Gruppen zusammenschließen, dass immer wieder Menschen geboren werden, die einfach unfairerweise nie eine Chance haben werden auf diesem moralischen Kompass. Einfach nur deswegen, weil deren Eltern schon nicht das Glück hatten, mit diesem Kompass geboren worden zu sein. Weil deren Eltern schon nicht das Glück hatten. Und das geht immer und immer und immer so weiter. Weil wir natürlich sagen, in die Erziehung darf niemand eingreifen. Und auf der einen Seite denke ich, natürlich nicht, auf der anderen Seite denke ich, ja, aber was, machen wir jetzt einfach immer so weiter oder was? Warum gibt es denn nicht mal das Angebot? Das Absurde ist ja sogar, dass jeder weiß, wer diese Eltern sind. Jeder Sozialarbeiter kann dir sagen, ja, das er auf jeden Fall. Jeder weiß das, jeder Lehrer weiß das. Ich komme aus einer Sozialpädagogenfamilie. Alle wissen, alle kennen das. Niemand darf irgendwas wirklich machen. Warum gibt es nicht wenigstens das Angebot? Warum gibt es nicht wenigstens ein verlängertes, perfektes Wochenende im Jahr, wo man diesen Menschen wenigstens das Angebot macht? Pass auf, die dürfen dann einfach raus aus ihrem Scheißalltag. Die werden auf Staatskosten, werden die irgendwo hingebracht, in eine Schule, in eine Lehre. Ist doch egal, neben scheiß Schloss, irgendein geiler Ort. Da kommen die hin, haben einfach mal 3 Tage ihre Ruhe. Dann kriegen die vernünftiges Essen, was sie sonst nicht bekommen. Falls sie einen Job haben, werden sie natürlich trotzdem bezahlt. Dann treffen sie sich da am Donnerstagabend, am Freitagmorgen gibt es irgendwelche Kennenlernspielchen, weil es gibt immer irgendwelche dämlichen Kennenlernspielchen. Dann gibt es nochmal geiles Essen. Nachmittags teilen wir die in Gruppen ein und dann knallen wir die alle ab. Satire. Mein Redakteur meinte, sag das nochmal, weil das kommt ins Internet. Wobei er meinte nicht, du musst das ja nicht extra sagen, es reicht ja, wenn du über den Witz lachst, dann wissen die, dass es ein Witz ist. Ich habe gemerkt, es klappt nicht so gut, dass ich sage, und dann knallen wir die alle ab. Das klappt nicht, ihr wisst, wie es gemeint ist. Das war's von mir. Schön, dass ihr da wart. Kommt gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.